34 Jahre nach dem Wiesn-Attentat, ja, werden die Ermittlungen wieder neu aufgenommen und ja, es sind scheinbar neue Zeugen aufgetaucht, neue Ergebnisse aufgetaucht. Und es würde mich freuen, wenn ja, der Fall Wiesn-Attentat restlos aufgeklärt wird. Wir hatten damals am 26. September 1980 war dieses Attentat das erste große oder das schwerste Attentat der Nachkriegszeit in München beim Oktoberfest. Am Eingang des Oktoberfestes legte ein scheinbar rechtsradikaler Student in einem Alter von 21 Jahren namens Herr Köhler, Gundolf Köhler, eine Bombe und riss sich und 12 weitere Menschen in den Tod, darunter etliche Kinder. 5 Jahre später habe ich diese Broschüre damals bekommen und habe diese Broschüre eben 1985, habe diese Broschüre seitdem aufgehoben und jedes Mal, wenn ich zur Wiesn gehe, ja, denke ich an dieses Wiesn-Attentat, besuche auch das Attentat. Ich war selber an dem Tag Gott sei Dank nicht auf der Wiesn. Ich war mit meiner Familie den Tag vorher da und es hätte uns natürlich genauso erwischen können. Diese Broschüre, diese kleine Denkschrift, Dokumentation, bestimmt ja, meine Gedanken noch immer. Ich blätter sie mal durch, es ist so klassisches Layout der Mitte 80er. Es zeigt in Schwarz-Weiß sehr, sehr dramatisch die Fotos von damals und gezeigt, wie viel Polizei, wie viel Hilfskräfte damals vor Ort waren, um ja, dieses schreckliche Attentat, das mitten in München stattfand, ja, aufzuklären, um zu helfen. Hier sieht man Opfer, grausam, verstümmelt, mitten in München. Das hat mich als Kind sehr, sehr stark geprägt und wir haben in der Schule sehr viel darüber geredet. Und dieses Bild, oder hier sieht man, das sieht aus wie im Krieg damals, dieses Bild hier, hier mit dem Turnschuh, ein Turnschuh neben einer Blutlache, das hat mich ja, geprägt. Dieses Bild hatte ich immer wieder vor Augen, wenn es um das Thema Wiesn ging, um das Thema Wiesn-Attentat ging. Dieser Dokumentation wird das ein bisschen aufgearbeitet, habe ich noch immer. Interessant fand ich, und das jetzt im Hinblick auf die Wiederaufnahme des Verfahrens, die damalige abschließende Beurteilung durch das Bayerische Landeskriminalamt. Ich habe sie hier mal als Wortlaut. Ich lese mal kurz vor, das fand ich interessant, weil es im Grunde auf heutige Verhältnisse hinweist. Nach dem jetzt abschließenden Ermittlungsergebnis ist festzustellen, dass Gundolf Köhler, das ist der Attentäter, als Alleintäter gehandelt wird. Konkrete Anhaltspunkte oder Indizien dafür, dass Dritte seinen Tatentschluss hervorgerufen oder wenigstens mitbestimmt haben könnten, sind nicht vorhanden. Also hier wird ganz klar von einer Einzeltäterschaft ausgegangen. Die Vielfalt und das Gewicht der aufgezeigten Beweismittel, Beweiszeichen und Zeugenaussagen zwingen zu dem Schluss, dass Gundolf Köhler den Sprengsatz gebaut, ihn zum Tatort gebracht und seine Explosion verursacht hat. Obwohl Gundolf Köhler bis zuletzt rechtsextremistisch eingestellt war und früher Kontakte zu rechtsextremistischen Gruppen hatte, spricht nichts konkret dafür, dass Angehörige dieser Gruppierungen mit dem Sprengstoffanschlag in München in Verbindung stehen. Auch wurden keine Kontakte Köhlers zur Tatzeit und in der Zeit unmittelbar davor zu rechtsextremistischen Gruppen festgestellt. So das Bayerische Landeskriminalamt damals. Es zeigte sich ja heraus im Laufe der Zeit, dass er sehr, sehr stark sympathisierte mit ein paar Spinnern von der Wehrsportgruppe Hoffmann. Und nachdem jetzt 34 Jahre später das Verfahren wieder aufgenommen wird, ist vielleicht mehr dran. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, dass der Fall nach 34 Jahren abgeschlossen wird. Und denke nach wie vor an die Explosion am 26. September 1980, ein Tag, als ich ein kleiner Bub war, aber es hat mich sehr, sehr stark geprägt.